Moin aus dem schönen Belgien. Ja, noch ist also hier schön trocken, reisen gerade an, heute etwas später dran. Ja, und wir sind mal wieder in Bobbien dann. Mal vorbeischauen. Schön, wir haben gehört, hier soll eine neue Show gehen. Auf dem Wasser. Ja. Ja. Und wir nehmen euch wieder mal mit. Wir gehen jetzt erstmal zum Infostand, also unsere Tageskarten holen. Und dann sehen wir uns drin im Park wieder. Aber für euch erstmal das Intro. Hey. Yay. Kommen und jetzt gehen die drei Jungs hier nach Info und holen sich die Kärtchen, damit sie ihre GoPro benutzen können. Ich habe meine heute Morgen auf dem Tisch liegen lassen. Also gibt es von mir heute keine Aufnahmen. Aber die machen ja Aufnahmen mit. Also gibt es doch Aufnahmen. Ja, und jetzt warten wir kurz auf die und dann geht's rein. Hey, da gibt's das Frühstück. Lecker, lecker. Wer hatte denn wieder so einen Hunger? Guck mal, da beißt der verschämt in seinen Apfel. Ich hab einen Apfel. Ich bin's nicht. Ich esse immer das wenigste von allen. Naja. Lüge. Zu 95% das wenigste von allen. Ah, 90%. So oft bin ich bei Mama nicht. Voll geil sein. Irgendwie fühle ich mich hier angestarrt. Vom heißen Hund, dem Hotdog. Lieb sein. Hau ihn. Woher willst du wissen, dass ich über dich gelacht habe? Hab ich. Hi. Ich habe auf jeden Fall nicht mit dir gelacht. Haha. Ganz dicken Oschi. Du brauchst einen ganz dicken Oschi. Boah, die sind noch. Ob die nicht genug zu essen kriegen hier? Ich glaube, die kriegen genug. So dick wie die sind. Mann, ist der dick, Mann. Wir essen nicht nur und chillen und amüsieren uns hier über die Deko. Es geht auf Okidoki. Okidoki. Ab auf den Clown. Juhu. Ja, Leute, das klappt nicht. Also, wir sind jetzt gerade hier bei Okidoki, wollten gerade fahren, aber Störung, Evakuierung, Mann, oh, geht ja schon gut los. Aber ist ja halt Tochterpark vom Moviepark, ne? Passt ja zu Verhältnis. Ist ja nichts mehr Neues. Jetzt wollen wir mal die nächste gucken, ob wir die nächste Störung finden. Ja, ist mein Störungsjahr. Irgendwie hat das Jahr das mit mir, dass es mich immer irgendwo hinführt, wo es Probleme gibt. Aber auch mit Störungen kann man Spaß haben. Ne? Ja. Ja, jetzt geht's mal für uns gleich nach El Rio, aber vorher habe ich noch was Neues entdeckt. Was sagt ihr dazu? Was ist das? Die einen sagen Verdampfer, die einen sagen Sprühregen, die andere Nebelmaschine. Ich weiß nicht so genau. Also für mich sieht es feucht aus. Papi, Papi!
habe ich die anderen jetzt wieder eingesammelt. Die wollten nicht so feucht werden. Aber deswegen werden sie jetzt richtig auf El Rio feucht. Hm? Ja. Hoffen wir es mal. Tada! Rafting ist my Ding. Ich werd was. Ja. Schweinearbeit, doch. Okay, unser. Warte, muss ich mal wieder schwer überlegen. Oh, oh lala. Yeah. Oh mein Gott. Er ist kein McFlurry. Aber mit guter Laune versehen. Nein. Doch. Oh. Ne vous mettez pas debout durant le trajet. Stellen Sie nicht aufrecht während der Fahrt. Die Notes und Dokumente bereit. Ich hab jetzt schon gedacht. Ja, ich auch kurz. Tanzt mal, Kinder. Ne vous mettez pas debout durant le trajet. Stehen Sie nicht aufrecht während der Fahrt. Stehen Sie nicht aufrecht? Ein kleiner Übersetzungsfehler. Stehen Sie aufrecht. Mera. Jare Guantanamera. 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 Mare macht dich feucht. Scheiße, ich hab keinen Kaputt gehört. Feige Nuss. Ah! Das war ein Zeichen. Ey, du Feige, was muss ich Kaputt haben? Christian, ich film dich. Ja, und ich film zurück. Da sieht jeder, dass er ein Mensch ist. Feige ist. Ja. Und? Jetzt wieder nass. 2020 habe ich das auch schon gemacht. Meine hängt genau auf meiner Brust. Ja. Aber da habe ich dann noch Dings gehabt. Horrorpulli an. Ich voll nass schon. Haha. Komm, wir halten das Handy hoch. Also, sie hat anscheinend doch den Wassermagnet aus. Ich kriege das Wasser hier und es kommt nicht da. Ja, hier kam es auch, aber zu mir. Ja. Nein, das war Maren ist auch trocken. No. Das war es noch nicht zu Maren, es findet aber nicht den Weg. Hat eine Umleitung. Ja. Umleitung. Genau. Ja, Timmy, so also ich was da von oben. Also das wird morgen passieren, bestimmt. Ja, Piranha. Da wird man nur ein bisschen nass. Ja, genau. Das sind wenigstens die Kanonen gratis. War das morgen gratis? Kanonen. Ach so. Schießen. Ja, die braucht man nicht. Geld braucht man nicht. Okay. Jetzt geht's steil ab. Bin ich wegfahren. Jetzt geht's steil ab. Ja. Jetzt geht's voll steil abwärts. Ja, haltet euch fest. Und bleibt standhaft. Wir alle. Ich befürchte das auch. Ja. Oh, guck mal da. So gut wie gar nichts. Ich bin noch trocken. Alles klar. Lüge, ich hab von oben, ist. Von unten, von überall abgekriegt. Ja. Meine Rücken! Ey, der kann ja mal gerade sitzen! Das ist die Klappe! Die GoPro guckt aber noch. La Cucaracha, La Cucaracha. Der Tim ist wieder nah. So. Ey, ich kann mich nicht anlehnen. Warum nicht? Es ist richtig kalt, ne? Oh nein. Aber so viel Anzeigen habe ich sonst noch nie gehört. Ich habe jetzt die ganze Zeit nur Anzeigen, ja.
Das ist schon vorbei. Nein. Ja, und es gibt hier in Bobbyland dieses Jahr eine neue Show. Also wir haben jetzt eine Attraktion geschafft, da können wir doch jetzt erstmal eine Show gucken. Ne? Moviepark? Ist ja Tochterpark. Ja, stimmt. Also müssen wir auch dasselbe machen. Ja, jetzt geht es für uns nach Lost Gold. Wir schauen mal, ob wir Aufnahmen machen können oder nicht. Das wissen wir noch nicht, da müssen wir uns jetzt informieren. Sollten wir Aufnahmen machen können, bringe ich euch natürlich welche mit. Ist doch klar. Sorry, excuse me, madame, godere, momente. Renata! Ah, aspetta! Ah! Metropole! Wow! Sorry. Renata, parte. Ah, eccola qua! Signori Renata! Oh! This is not Renata! Sorry! Ah, this is Renata! Renata! Ja, diese Show war richtig gut, diese Lost Gold. Definitiv seht ihr in einem Extra-Video hier. Ja. Ja, danach haben wir uns noch die Nickelodeon Dance Party angeguckt. Ja, mal schauen, vielleicht kommt hier auch nochmal ein Extra-Video hier. Müsst ihr euch überraschen lassen, da bin ich mir jetzt auch gerade gar nicht so sicher. Vielleicht bin ich mir sicher am Ende des Tages, dann werde ich euch sagen. Stimmt vielleicht. Aber jetzt geht es erstmal für uns auf Revolution. Ein Muss, wenn man hier ist. Definitiv. Guckt euch das Spezial On-Ride hier auf dem Kanal an, in 4K. Dann sehen wir uns an der Fahrt wieder. Meine erste Warteschlange für heute. Stimmt gar nicht. Wurde sonst eine Warteschlange evakuiert? Da ist ein Flammenwerfer. Wo? Da? Nein, da unten. Das ist ein Flammenwerfer. Das kann man Flammenwerfer bauen. Oh Gott. Dann fang mal an zu bauen. Okay.
Da war ich ein Revolution mal wieder. Revolution. Und jetzt, es wird so schön warm irgendwie hier im Park. Ich brauche eine Abkühlung. Ab nach Terra Magma. Ja, mit Nassgarantie. Ja. Hoffe ich doch mal. Backstage. Na? Hallöchen. Willkommen bei Fabrik. Gut. Guck mal, Marc hat schon wieder nicht seinen Fuß weggeräumt. Also hat deiner gestapelt, weil du auch nicht weggeräumt hast. Ja. Ihr Stapler, ihr. Chaos gesagt. Ja, ich gebe mein Bestes. Echt nicht trocken.
Seid ihr etwa nass? Nein, nee, ich bin voll trocken. Glaub ich dir aufs Wort. Jetzt musste ich mir duschen, meine Haare sind nass. Ich brauch mal wieder mein Taifun. Ja. Obwohl das Wetter jetzt so schön ist, dann wieder ein Taifun. Ja, damit du dich abkühlst. Aber deswegen fahre ich ja Taifun. Ja. Das Wetter gefällt, also Taifun-Wetter brauche ich nicht. Ja, mein Sohn mag das nicht so. Hier ist irgendwelche Party. Cool, kleine Disco. Aber wir wollen lieber fahren. Überträgt er danach. Komm, hierbei. Komm, Maren, komm. Soll das ein Phoenix sein? Nein. Ja, ist noch nicht viel gefahren. Ja doch, der ist schon ein bisschen mehr. Ja. Eingefahren. Oh, ich weiß noch, meine allererste Fahrt habe ich auch hier vorne in der ersten Reihe gemacht. Jetzt müsste sich ja meine Uhr gleich wieder verbinden, ne? Mit meinem Smartphone. Mal gucken, was reinkommt. Hey, willkommen! Das ist das Creepigste überhaupt hier dran an der Fahrt. Ich finde den sogar hier schlimmer als hier im Hansapark, der Steile. Da siehst du weniger im Hansapark. Und er geht schneller hoch. Ja, aber geht auch nochmal runter. Und dann nochmal hoch. Ja, ja. Hat er mich etwa gehört? Nee, glaube ich eh weniger. Ja, und ein Schräubchen. Und noch ein Schräubchen. Oh, der 15er muss gerade viel mitmachen. Ach, ja. Der kommt gerade sauber. Kommt da noch mal ein Schräubchen? Das war's schon? Ja. Irgendwie ist ja doch langweilig, die Bahn. Der Moviepark bräuchte die. Ja. War anscheinend auch jemand zu Hause, hat geöffnet. Jo, Taifun, einfach eine schöne Bahn. Ja. Muss man mal gemacht haben. Das mit dem Lift, das ist schon nicht ohne. Das ist schon ein ganz komisches Gefühl. Ja, und jetzt brauche ich meinen Nagabe. Den brauche ich immer, wenn ich hier bin. Ja, ich hoffe nur, dass ich diesmal den ohne Störung kriege. Letztes Mal bin ich hier in Störung sitzen geblieben. 7000. Ja, also drückt mal die Daumen, ne? Nack, nack. Nee, heute werdet ihr mal stehen in der Störung, ne? Nein, eine Evakuierung pro Tag reicht. Der letzte Mal war auch dasselbe Fahrzeug. Ja, egal. Wir werden sehen. Dämpfer rausgefallen. Der neue sogar. Wir fahren immer vor, Markus, ne? Ja.
wer da vorne steht, unseren Wagen kriegt. Wie beim letzten Mal. Ja, und jetzt haben wir uns noch mal ganz weit hinten im Park zurückgezogen, weil die Kinder wollten doch noch den Dreamcatcher. Ja. Den machen wir auch immer mit. Also ab rein. Hat jetzt auch nur noch 10 Minuten. Ja. Los geht's. Ja, das ist mit der letzten Sache über das. Komm mal, den Telefonnummer. Ruf mich. Ich krieg Angst. Nicht. Deswegen fahren wir auch. Ja, ja. Welche Störung? Deine Füße haben das nicht durch Angst. Ich bin sensibel. Ja, schreibe mich nicht so an. Ich bin sensibel. Ja, jetzt will gerade keiner. Der Park sieht so leer aus. Alle nach Hause gegangen. Auch oben drauf drücken, ne? Und unten. Wieso? Ja, weil ich hier versucht habe, die Aufnahme zu stoppen. Geht auch. Ja, wenn ich länger drücke, ne? Dann geht die nämlich ganz aus. Ja. Bam. Jo, Leute, wir haben hier so eine Aztekenbahn. Nennt sich auch für uns irgendwie die der Musikexpress, ne? Ja, ja. Also könnte man das ja mal eine Runde fahren. Vielleicht läuft ja auch Musik. Ich glaube da eher nicht so dran. Ja, aber es fährt auf jeden Fall eine Runde. Ja. Es gibt so eine Runde Azteken. Fahrt. Und dann schauen wir mal weiter, was wir noch so alles in der letzten Stunde machen können. Ah! Hi! Oh mein Gott, das ist ein Tipp. Ein Fahrgeschäft für uns. Ja. Das hätte Kia mir geschrieben. Stimmt, das hätte er geschrieben. Siehst du, Alter? Na. Thank you.
Dein Spar? Ja, mein Spar ist etwas zu gesund geworden. Ja, ja. Je nach ist er noch vier Filme. Ja. Ich werde sogar eher für Rust, ich schläge nicht so. Und wir sitzen alle zusammen. Ja. Aber er hat mir genug Ding. Genau. Komm, das brauche ich jetzt mal für die Kamera. Was ist unser Ding? Rafting, das ist unser Ding. Ja. Das hättest du jetzt aber rückwärts sagen müssen. Jetzt muss ich ja einmal das rausschreien. Warum? Ja, weil jetzt beim eigentlich muss ich. Ach so. Da schneide ich dann rein, bevor man dort fliegt. Ja. El Rio. El Rio. El Rio. Vorwärts. Wie vorwärts, sag da. Aber auch nur, weil du dich gedreht hast. Ja, mein Film, okay. Nein, doch, oh. Jeeha. Ey, wieso packt er mich so weit weg? Ich muss doch bis nach oben laufen. Ich soll einmal einen Rundgang machen. Ja, kriegen wir Schritte. Jo, und jetzt geht's noch mal zu einer Fahrt El Rio, weil Rafting ist my Ding. Und deins. Meins. 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 Ja, eigentlich uns auch. Unser. Okay, ausnahmsweise. Okay. Ja, wir haben uns nochmal für El Rio entschieden, weil die wilde Maus, die ist zu eng, da müssen wir die Taschen mitnehmen und so weiter. Ne, das tut immer so weh in den Füßen, haben wir gesagt, lassen wir die jetzt mal aus. Ja, und bevor Fury haben wir noch was Zeit gehabt für unsere Abschlussfahrt, vor unserer Abschlussfahrt. Also, nochmal El Rio. Vielleicht kriegen wir noch eine Abkühlung. Ja. Das Magnet ist ja dabei. Ja, das sind ja auch nur 5 Minuten. Ja. Max, noch? Ja. Nee, das wird das grün. Ah, er ist nackt gekriegt. Aha. Ah. Ich hab ins Knie gekriegt. Das war die Schadenfreude. Sag mal. Was krieg ich dafür?
Kelch. Ein Schlag im Nacken. Hörst du jetzt mal auf damit? Wenn du nicht lasst, kriegst du zwei. Timmy, guck mal ein bisschen aggressiver. Nicht ernst, nicht lassen. Nicht ernst. Hat geholfen, er bleibt gerade nicht ernst. Ich vermisse mein Riesenrad hier. Ich kenne das gar nicht, ich höre davon nur immer wieder. Kannst du ein Video gucken auf YouTube? Ja, aber nicht bei Fun und Freizeit. Nee. Ich hasse es. Ich hab das Problem zu fahren. Warum? Da siehst du es wenigstens nicht kommen. Was stößt mich? Da sind deine Pendel hier die ganze Zeit. Du bist ausgepeitscht vom Pendel. Ja. Whee! Yeeha! Die wollen wir doch auch mal haben. Schweine! Ihr Schweine! Ihr habt Kenny getötet. Ihr seid Schweine. Den Gurt ist verdreht. Mir doch egal. Deiner auch. Ich bin verdreht. Ganz bestimmt. Verrate ich dir noch nicht. Wo? Verrate ich dir nicht. Genau da. Oh. Ich will mit der. Nein. Bleibt. Genau, bleibt standhaft. Ach nee. Haltet euch fest. Und nein. Bleibt standhaft. Ist das nicht der falsche Park? Und der falsche Park? Der hat schon zu. Ja. Du musst extra noch für Nacht. Ja, dein Bruder glaubt mir nicht. Das ist ja weiter vor, der Spiel ist erst dann schon, weil kurz nach 6. Ja, gut, okay. Vorsicht, Maren! Wieso sagst du Vorsicht, Maren? Ich krieg's voll ab! Ich hab die Wasserfälle abbekommen, voll! Hey, Timmy, warum filmst du den Boden? Sag mal, Tim, schwitzt du? Ich fühle mich so ekelhaft. Ja, der schwitzt. Schwitzt du? Tim, sag mal, ja, das Problem ist, dass er einen Bauchgurt hat und keinen Brustgurt. Das ist der Scheißgurt. Ich hätte ja auch meinen haben können. Ja. Das wäre ein Brustgurt. Mir läuft gerade in der... Es läuft das Knie runter. Mir ist es von den Arsch runtergelaufen. Diese Diskussion ist für Zuschauer unter 18 Jahren gesperrt worden. Also ein paar Spritzer habe ich abgekriegt. Ja, so seitlich bin ich nass gewertet. Ey, ich bin von vorne nass. Wollt ihr mich verarschen? Aber gib's voll. Maren hat richtig Glück gehabt, weil normalerweise, wenn sie da so, dann flatsch oft. Ja, vor allen Dingen, wenn Maren da sitzt eigentlich. Die hat den wirklich runtergedreht. Ja, ich habe ihr das beigebracht, wie das jetzt geht. Ja. Wir müssen noch eine Runde, Maren ist nicht nass. Richtig, das ist unser Ding. Guck mal, drei Boote und da sind immer noch keine Gäste. Ja, und dann ist denen das eigentlich meistens, also den meisten Mitarbeitern egal. Es gibt auch welche, die sagen nein, aber den meisten. Ich musste vor der Ding leer war, nein, die haben noch mal außen rum zu gehen. Ja. Die mussten alle raus. Ja, was blödsinnig. Aber sowas erlebst du ja auch. Ja, ja, das kommt auf die Mitarbeiter. Sag ich ja gerade. In den meisten Fällen ist es denen egal und. Ja, wie war das ganz am Anfang bei Star Trek? Mehr als zwei Runden. Nein, da musst du wenigstens einmal wegen dem Kreislauf rumlaufen. Wie war das jetzt zur Wintersaison? Neun Fahrten? Ja. Am Stück, ohne auszusteigen? Dann bin ich freiwillig ausgestiegen. Ja. Reif zu sagen. Ja, ich hab's nach der siebten gemerkt. Ah, gut, achten machst du noch und dann, ah ja, gut, und neunte, aber nee, jetzt gehe ich, jetzt ist vorbei. Habt ihr nicht auch mal bei irgendeinem 24-Stunden-Event gemacht? 24-Stunden? Nee, würde ich gerne mal, habe ich aber noch nicht. Aber da brauche ich auch neue Knochen für. Also so geil wie die Bahn ist, aber 24 Stunden treu? Geil. Das wird eine lange Buchaufnahme. Ich muss mir vorher meinen Magen ausbauen lassen. Ja. In Wartung geben für 24 Stunden, dann geht das. Du musst dann immer an der Seite stehen, Timmy, ne? Seh Fury. So weit ja, mir Fury die Akkus geben und wieder aufladen für mich. Und zwischendrin brauche ich eine neue Speicherkarte. Fury ist gar nicht so weit weg, ich sehe die da vorne. Ja. Ja. Tschüss. Mein Handy ist in der Nähe. Hä? Mein Handy ist in der Nähe. Ich krieg Nachrichten.
Wer sollte auch in der Nähe sein? Wir haben ja alles dabei. Ja. Ja, komisch, wenn nicht. Und ich könnte nur 20 Stunden maximal aufnehmen. Dann wären beide Speicherkarten voll. Uh-oh. Mal gucken, wer jetzt dran ist. Wieder, ich wette. Wir drehen ja jetzt schon ab. Guck mal, Marc versucht das auch, aber der kriegt. Oh. Oh nein! Ganz zurück, nein. Nicht ganz. Ich bin auch. Die Hälfte ungefähr, aber Schlachtpunkte. Ich bin voll. Schon wieder hier. Was hier ist kalt! Aber leider die Jacke von deinem Bruder. Die ist da drin. Ich würde dir meine geben, aber die liegt im Auto. Nimm meine, die ist da drin. Weiß einer eigentlich, wo das Auto geparkt ist? Da hat eine Klappe, da gehen Schläuche rein. Weiß jemand, wo das Auto geparkt ist? Ja. Das war ja so komisch weit weg. Ganz weit weg. Die Spritzen. Wir sind ja verrückt, wir fahren ja auch im Winter Wasserbahn. Bumm. Ja, normal, oder? Ja. Konntest du alles machen? Ja, ich bin im Flurry. Nee, noch nicht ganz. Du läufst. Und jetzt geht's zur Abschlussfahrt. Wir haben es gleich geschafft, wir kommen noch in die Anstellschlange rein. Ja. Und wir sind drin. Ja. Sau. Noch geschafft. Ja, ein paar Fahrgeschäfte haben jetzt schon vorher geschlossen, ein bisschen bevor Parkschluss. Aber Fury hat noch auf. Also schaffen wir es ja noch. Yay! Sonst wäre ich sehr traurig gewesen, wenn wir die jetzt nicht noch geschafft hätten. Ja. Ja, den läuft. E-Bike, ja. Finde ich es lustig, da kannst du ja die Charaktere hin und her switchen immer. Okay. Ich würde jetzt so lachen, wenn es rückwärts wäre. Ja, mit den Leuten, mit denen ich unterwegs war, da konnte ich wechseln, genau. Ja. Boah, Tim Schäfer, die hätten sich jetzt verdreht. Das wäre scheiße, aber nicht mit uns. Du hast drei Hauptcharaktere und zwischen dem musste man. Ich saß noch nicht vorne, um bei der Mission zu schaffen. No. Das geht noch, jetzt gleich wird es viel geiler. Meine GoPro ist fast geflogen. Die ist sogar noch voll. Hört, du bist voll? Die ist voll. Aber ja, nicht ganz. Ich habe die Rennwacht ja noch aufgeladen. Nur noch ein Ball. Und, oh, Opa ist weg. Opa ist weg, ist ausgestiegen während der Fahrt. Oh Gott. Bahn ist zu. Ja. Ja. Ja, haben wir doch noch Fury geschafft. Ja. Wäre ich sonst zu traurig gewesen. Ich durfte erste Reihe fahren. Ich auch. Ich auch. Und ich wurde nass. Und ich bin hinterher gefahren mit Maren. Ja. Wir haben uns verfolgt. Ja, war wieder ein super Tag. Schön trocken vor allen Dingen. Ja, und hab wieder richtig Laune gemacht. Und es hat nicht mehr geregnet. Nee. Nee. Wir haben richtig Glück gehabt. Sie hat den Wassermagneten richtig eingestellt. Ja, genau. Ja, nur auf der Wasserbahn war der Verkehr da eingestellt. Ja, jetzt sind wir schon am Auto, verabschieden uns hier. Die sind schon alle am Einräumen. Wir wollten alle nicht mehr vor der Kamera flüchten. Genau. Sind nicht fotogen wahrscheinlich. Das ist ein Problem.
Wir haben da mal so ein Navigationsproblem. Vielleicht kommt er mal von der Straße, dann traut er sich auch zu fahren. Ich bin ja nicht auf der Straße, aber der hat Angst, dass er gefilmt wird wahrscheinlich. Kann sein, ja. In diesem Sinne würde ich jetzt sagen, dass aber nun, ja. Lasst noch gerne ein Like da. Kommentar. Und ja, das Abonnieren nicht vergessen, die Glocke drücken. Und dann sehen wir uns wieder, wenn es heißt Fun und Freizeit Winnie nur für euch unterwegs on Tour international. Tschüss.